Willkommen zurück, Freunde, bei Fallout. Wir sind hier in einer Riesenschlacht in Aditum im Boneyard. Und wir haben ja schon probiert, es ist das vierte Mal schon, dass ich die Schlacht probiere. Einmal habt ihr es gesehen, da ist Mitty umgebracht worden, deswegen haben wir nochmal neu geladen. Einmal ist Mitty auch umgebracht worden, das habt ihr nicht gesehen. Und einmal ist Dogmeat tatsächlich umgebracht worden, der hier steht. Und das ist ein anderer Hund. Also da muss ich auch nochmal neu laden. Das ist also das vierte Mal. Ich laufe hier wieder hier runter, aber ich versuche hier runterzukommen und da unten was zu klären. Mal schauen, ob es dieses Mal läuft. So, Katja für 5 Trefferpunkte. Okay, da müssen wir aufpassen. Also wir haben ja 4 Begleiter. Die müssen wir auf jeden Fall schützen. Und dann haben wir noch... nein, nicht Dogmeat, bitte. Dogmeat 7 Trefferpunkte von Ian. Und dann haben wir natürlich noch Smitty und Miles, die wir schützen wollen. So, hier wurde ein Bewohner von Aditum umgebracht. Wir werden angegriffen, ja. Das stimmt wohl. Kann ich jetzt nicht widersprechen. Ich würde es ja gerne, aber ich kann nicht widersprechen. Das Spiel springt übrigens nicht dorthin, wo gerade Action ist. Man muss das selber suchen. Deswegen entschuldigt, wenn ich nicht immer die Action euch zeigen kann. Jetzt bewegen sich die Leute hier gerade. So spannend ist das jetzt auch nicht. Man kann es nicht skippen, soweit ich weiß. Man muss es einfach ablaufen lassen. Das hilft nichts. So, die laufen jetzt alle hier hoch. Wo sind wir jetzt? Hier oben, glaube ich. Der Regulator wurde getroffen. Die schießen alle darüber. Okay, solange sie Dogmeat nicht treffen, ist der Rest mir egal. So, das ist erledigt. Sehr schön. Dann ist Dogmeat hoffentlich außer Gefahr. So, der wurde getroffen für 45 Caleb. Super, super. Gut. Lorraine wurde für 12 getroffen und dann hat Lorraine selbst daneben getroffen. Warum hat sie denn nicht ihn angegriffen? So, wie schaut es hier drin aus mit Smitty? Das muss man natürlich auch beobachten. Hier steht nämlich einer, den sieht man nicht. Boah, wie er hier rumkleidet. So, hier steht einer noch drin, der Smitty irgendwie bedroht. Da muss man noch gucken. Ich speichere jetzt wieder. Wir speichern jetzt einfach immer Schritt für Schritt, würde ich sagen. Und in jeder Runde, in der niemand von uns gestorben ist, ist es eine gute Runde. So. Gut. Die Frage ist, erschießen wir ihn oder gehen wir hier weiter runter? Und ich glaube, wir gehen jetzt einfach nochmal hier weiter runter, um in der nächsten Runde vielleicht hier in diese Kämpfe einzugreifen. So, Tycho hat Katja getroffen, verdammt. Aber Katja hat Stimpaks. Ich hoffe, dass sie sie nimmt. Smitty ist unser großes Sorgenkind. Ja, ich höre einen Hund. Okay. Caleb wurde getroffen, Caleb ist tot. Okay, der Hund hat ihn erledigt. Das heißt, die hier oben haben eigentlich kein Ziel mehr. Mal schauen, was die jetzt gleich machen werden. Die bewegen sich hier rüber. Da sind ja auch zwei Gegner, die im Moment noch nichts machen. Hier, Ziel ausgemacht, Abfangmanöver eingeleitet, wird hier großspurig getönt. Die Frage ist, gehen wir hier noch weiter runter oder schießen wir in der nächsten Runde? Das ist so die große Frage. Wer bewegt sich denn jetzt? Ja, Mais bewegt sich, okay. Wohin auch immer, wahrscheinlich darüber, um sich mitten in den Kampf zu stürzen, wo wir gerade ihn her schützen wollten eigentlich. Regulator für 15 getroffen. Die sind jetzt alle durch. Oh ja, jetzt ist Smitty dran. Smitty für 14 getroffen. Das sah auch kurz mal aus, als wäre da auch ein Hund mit drin. Wir dran? Nein, noch nicht. Erstmal wird hier ein Regulator getroffen. Die können relativ weit schießen. Tycho wurde getroffen. Oh nein. Wahrscheinlich wieder hier Friendly Fire, ne? Dogmeat wurde getroffen. Das ist echt. Also das Kampfsystem hier in dem Spiel ist wirklich bitter. Also da braucht man starke Nerven. So, Lorraine hat einen Regulator getroffen, aber nur zu Boden geworfen, nicht tot. Katja geht nach unten. Hier wird noch ein weiterer Mord begangen und dann sind wir wieder dran. So, ich speichere wieder. Wenn noch ist niemand gestorben. Also niemand, der uns irgendwie besonders wichtig wäre. Und dann ist die Frage, schießen wir hier hin? Wir könnten es wahrscheinlich machen. Relativ gut sogar, ja, Augen 95. Aha, sehr gut. Haben wir nochmal eine Dame hier rausgenommen aus dem Kampf. Tycho hat ein Stimpak benutzt. Ich weiß nicht, wie es Katja inzwischen geht, ob sie auch ein Stimpak benutzt hat. Der Hund kann ja selber keine Stimpaks benutzen. Um den müssten wir uns kümmern. So, hier reihen sich die Leute auf, wie die Hühner auf der Stange.
Mais bewegt sich auch darüber, aber der eine ist schon erledigt, nur noch diese Dame da unten steht, wenn ich das richtig sehe, auf dieser Seite des Spielfelds. Und da steht da hinten, der steht immer noch. Wie schaut es mit Mais aus? Überlebt er die Runde? So, die Bewohner wollen hier mit der Faust ihre Rechte durchsetzen. Aber ohne Schaden. Das Smitty hat voll daneben getroffen. Schlecht. Regulator hat daneben getroffen. Regulator wurde getroffen. Wer dann da unten? Okay, nochmal für 9. So, und jetzt wird gleich Mais dran sein. Entschuldigung, Smitty, dass er getroffen wird oder getroffen werden könnte. So, der flieht. Zu stark verletzt. Flieht in unsere Richtung, das heißt, wir könnten ihn erledigen, aber es macht, übernimmt schon jemand anderes. Okay. Ja, die Typen da oben, die machen mir Sorgen, die machen zu viel Friendly Fire, muss ich sagen. Der ist auch erledigt und was ist jetzt mit Smitty los? Sie schießt, sie ist aufgestanden und schießt. Loren nimmt Stimpack und schießt zurück. Und Katja kommt jetzt um die Ecke. Okay, jetzt sehen wir ganz gut, hier steht Smitty und hier steht dieser andere komische Typ. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber Smitty ist halt wirklich jetzt in Gefahr. Wir speichern hier, was beim letzten Mal unser Startpunkt war. Sehr schön, okay. Und jetzt die Frage, schießen wir oder bewegen wir uns? Ich würde sagen, wir bewegen uns nochmal ein Stück runter, weil das ist, die stehen gerade ungünstig hier. So, wie schaut's aus? Wie geht's weiter? Wer ist dran? Also hier unten passiert überhaupt nichts. Im Moment... Ah, die bewegen sich. Okay, unsere Freunde. Smitty ist tot. Ach, verdammt. Ja, da würde ich jetzt gerne laden, aber für 18 wurde er getroffen. Aber ich kann nicht. Ich muss es ablaufen lassen. Ich kann es euch rausschneiden. Ich schneide es euch raus. So, hier sind wir wieder nach dem kurzen Schnitt. Smitty ist ja gerade erschossen worden. Deswegen die Runde nochmal. Ich laufe wieder hier runter. So wie gerade eben. Und dann schauen wir, was jetzt mit Smitty passiert. Vielleicht wird er jetzt nicht getroffen, weil der daneben schießt oder so, der Gegner. Mal gucken. Moment, passiert überhaupt nichts. Regulator hat daneben getroffen. Ich glaube, das war der, der auf Smitty getroffen hat. Zumindest war der vorher als allererstes dran. Und Smitty... Smitty hat auch daneben getroffen. Loren wurde getroffen. Das ist sie hier. Wahrscheinlich von ihm her. Und jetzt wird er getroffen. Ja, die gefallen mir nicht, die da oben. Die machen so viel Friendly Fire da. Die sind zu weit weg und schießen zu schlecht. Aber er ist zumindest jetzt erledigt. Sie ist noch da und hier ist noch jemand drin. Und Smitty hat die Runde zumindest überlebt. Das ist doch schon mal gut. So, hier steht noch eine Dame. Die ist aber inzwischen auch erledigt. Der ist erledigt. So viel ist nicht mehr da. Da steht noch eine. Loren schießt für 10. Katja geht hier runter. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder dran. Dann werde ich wieder speichern. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Freund von diesem Speichern und wieder laden, solange bis dir das Ergebnis gefällt. Bei manchen Spielen macht es Sinn, aber bei diesem Spiel macht es jetzt nicht so viel Sinn. Ich mache es trotzdem, weil es einfach hier, weil wir so wenig, wir haben so wenig Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen auf diesen Kampf. Aus diesem Grund müssen wir das einfach so machen. Weil sonst ist das nur reiner Zufall, was hier passiert. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob Smitty dieses Mal die Runde wieder überlebt. Dogmeat kommt dran, er verfolgt uns und Smitty ist tot, oder? Ja, Smitty ist tot. Okay, wir müssen nochmal neu laden. Ich schneide euch auch dieses Mal die Stelle wieder raus. Gut, wir haben wieder geladen und da drin steht Smitty und er wurde gerade erschossen. Hoffentlich passiert es dieses Mal nicht. Wir könnten theoretisch da auch mal hier schießen. Vielleicht treffen wir sogar. Ja, Augen 95. Probiere ich. Jawohl, sehr gut. Regulatorin ist tot. Und Smitty wurde nicht getroffen. Sehr gut. Okay, dann haben wir die Runde auch schon mal wieder safe. Wo ist Mais? Der steht hier unten, glaube ich. Ja, dem geht's auch gut. Und jetzt haben wir nur noch sie, die da steht. Und den Typen, der da drin ist. Und Smitty müsste halt mal rauskommen aus seiner Kanone. Ja, und der trifft halt jedes Mal daneben. Ich könnte mir vorstellen, dass Katja jetzt reingeht und diesen Typen da mal versucht. Oh nein, noch einer ist tot. Noch einer ist ermordet worden.
Katja, geh nochmal rein und sorg da mal für Ruhe und Ordnung. So, der steht da immer noch. Den müssen wir uns dann nacherledigen. Da steht auch noch einer drin. In dem Haus. Noch ein Bewohner ist tot. Ich weiß nicht genau welcher und wo. Ach, der da. Okay. Die hat jetzt zwei Leute auf dem Gewissen. Da steht jemand. Das ist Katja, glaube ich. Das hier ist Lorraine. Ne? Ja, das ist Katja und das ist Lorraine. Wir können versuchen, diese Dame da unten mal zu treffen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. 46, das ist mir zu wenig. Können wir da irgendwie raus? Hier abbrechen. Dann gehen wir hier ein Stück runter. Ah, ich hätte vorspeichern sollen. Ach, Mist, verdammt. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass Mitty die Runde überlebt. Ich habe nicht gespeichert. Nein! Ach, verdammt. Smitty ist tot. War ja klar. Okay, ich muss nochmal neu laden, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Leider sind wir jetzt wieder zwei Runden sozusagen hinten. Ich glaube, wir haben letztens mal diese Dame hier erwischt. Ne? Wir probieren es jetzt gleich wieder, sie zu erwischen. Jawohl, das hat zumindest schon mal wieder geklappt. Und jetzt schauen wir mal, ob Smitty die Runde auch wieder überlebt. Ja, hat daneben getroffen. Sehr gut. Und jetzt müssten Katja und Lorenda auch wieder reinmarschieren in dieses Häuschen. Und im Moment leben auch noch hier zwei Bewohner, die dann von dieser Dame da unten umgebracht werden. Mal schauen, ob das jetzt auch gleich wieder passiert. So, Smitty hat daneben getroffen, das kennen wir von ihm. Der hätte lieber mal den Raum verlassen sollen. Das wäre schlauer gewesen. So, da unten passiert jetzt, glaube ich, erstmal nichts mehr. Die stehen da in Schockstarre. Ja, jetzt bewegen sich die da nach unten, die Friendly Fire Guys, nenne ich sie mal. Und Katja und Lorraine bewegen sich jetzt da rein. Jetzt stellt sie sich genau vor die Tür und Katja kann nicht durch, oder doch? Okay. So, jetzt passiert mir der Fehler nicht nochmal. Jetzt speichere ich dieses Mal ab. So, 35. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier steht Katja, da steht der Gegner, da steht Smitty, da steht Lorraine. Wir könnten versuchen, hier unten sie zu treffen, aber das ist mir ein bisschen zu schlecht. Wir gehen stattdessen auch mal hier runter, würde ich sagen. Ja, hier im Gebäude steht ja auch noch eine Person und hier hinten steht noch eine Person. Vielleicht gehen wir auch sogar dahinter, weil dort stehen ja jetzt auch so viele Kämpfer. Ja, nee, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Okay. So, Tycho ist auf Angriffsmodus. Der Hund rennt uns hinterher. Kennen wir ja. Und jetzt, das hat richtig weh getan. Smitty wurde für 11 getroffen. Okay, das bedeutet, dass er jetzt hoffentlich gleich flieht. Das ist ja immerhin positiv. Dann geht er hier raus. Katja ist dann drin. Ja, Katja kann natürlich getroffen werden, aber ich hoffe, dass es nicht passiert. So, Smitty flieht jetzt in einen anderen Raum oder versucht da hinten durch die Tür zu kommen, wie es ausschaut. Wir sehen leider nicht genau, was in dem Raum passiert. Aber Katja ist dort drin und Katja wird wahrscheinlich jetzt gleich in den Nahkampf gehen, schätze ich mal. Gegen diesen Typen, der da drin ist. Die anderen Blades bewegen sich runter. Aha. Bringt uns jetzt auch nicht so viel. Lorraine geht rein. Katja bewegt sich und greift an. Und erledigt den Regulator, der da drin ist. Sehr gut. Also da dürfte jetzt kein Gegner mehr drin sein. Hier unten ist noch eine Dame und die müssten wir eigentlich treffen können. Ja. Sehr gut. Die haben wir erledigt. Wunderbar. Oh, ich habe wieder nicht gespeichert, ne? Egal. Ich glaube, da kam sowieso vorbei, weil die da unten noch nicht als zum Kampf zugehörig zählen. Glaube ich. Ja, wir sind wieder dran. Der Kampf ist im Prinzip durch. Ich speichere jetzt erstmal, bevor ich auf Kampf beenden drücke. Sehr schön. Ja, Kampf ist beendet. Dann können wir dahinter gehen und den da angreifen. Weil das ist ja auch noch ein Regulator. Ja, und schon sind wir wieder im Kampf und er wird wahrscheinlich als erstes. 1125 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Sehr schön. Und dann können wir jetzt den hier mal angreifen. Wir sehen, dass da noch eine Person steht. Das dürfte aber kein Gegner sein. Und da steht noch eine Person. Und wer ist das hier? Ach, das ist Katja, oder? Das ist Tycho und das ist Katja, ja. Gut, dann greifen wir jetzt mal den hier an. Und 16 Punkte, naja. Und blind ist er. Okay. So, unsere Freunde kommen natürlich jetzt hinterher. Ist ja, war ja zu erwarten. Ich hätte gedacht, wir kriegen noch ein paar mehr Abenteuerpunkte. Oder Erfahrungspunkte.
So, jetzt kommt einer hier raus. Ich denke mal aber, das ist ein Bewohner von Aditum. Und die Person kommt jetzt auch raus. Das ist interessant. Okay. Und der kommt zu uns wahrscheinlich, ne? Ja. Und greift uns mit dem Hammer an. Aber das ist gegen unsere Rüstung chancenlos. So, die Person ist als erstes dran. Und, oh, greift hier diesen Bewohner an. Das ist ja fies. Katja. Katja ist da. So, wir greifen dann erstmal. Ich würde sagen, wir schießen auf den. Ja. Sehr gut. Haben wir ihn erledigt? Ja, wir haben ihn erledigt und dann haben wir noch den einen dort. Und dann müsste der Kampf eigentlich beendet sein. Der Hund kommt. Angeschlichen. Den müssen wir gleich mal versorgen, den Hund dann. Vorher werden wir uns aber die ganzen Sachen schnappen von den Leuten, die da herumliegen. Vor allem von den Regulatoren. Ein Trefferpunkt und ohne Schaden. Okay. Kein Thema. So, jetzt kommen hier die Friendly Fire Guys vorbei. 14 Trefferpunkte von Katja und 11 von Katja. So, schießen. Ah, wir müssen laden. Schade, und können da doch nicht mehr schießen. Gehe ich ein bisschen aus dem Weg. Ach, der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist hier offiziell als vorbei markiert. Aber ist doch Quatsch. Weil der ist doch noch da. Der steht ja hier noch. Jackson, ich check's jetzt noch nicht. Ja, der steht da noch und wird auch auf jeden Fall auch beschossen von unseren Freunden. Kommt der Hund. Ich hoffe, wir haben jetzt kein. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir haben kein Friendly Fire und schon wird Katja getroffen. So, der geht gegen uns. Okay, das passt. Da oben kommt Mr. Friendly Fire Guy vorbei. Und Katja daneben getroffen. So, dann müssen wir das jetzt mal erledigen. So, das war's. Und das ist. Das war der letzte Gegner. Müsste sein. Ja, Kampf ist beendet. Sehr schön. 2000! Willkommen im New Editum. Sehr schön. Du hast ein neues Level erreicht. Das ist auch sehr gut. Jetzt müssen wir uns aber erstmal ganz kurz um unseren Hund hier kümmern. 35, ja, das ist ja noch okay. So, pass mal auf, wir nehmen mal so ein Stimpack bitte für den Hund. Einfach, damit es ihm gut geht. Ne? Unserem lieben Kleinen. 50 von 50, das passt. Katja, 24 von 30, ist auch okay. Tycho, 47 von 60 und Ian 34 von 50. Okay, dann können wir doch gleich mal anfangen, indem wir hier den toten Körper hier schon mal plündern. Der hat Sprengstoff dabei und eine Metallrüstung, einen Vorschlaghammer und Deckel. Die Deckel wollen wir auf jeden Fall haben. Den Rest können wir wahrscheinlich nicht nehmen, oder? Wie ich unsere Tragfähigkeit kenne. Doch, können wir sogar nehmen, sehr gut. Dann können wir es gleich mal abgeben an Tycho. So, mein Freund, wir geben dir mal hier diese Sachen. Bitte bewahre die mal für uns auf, damit wir das zur Not verkaufen können, wenn wir es brauchen. Gut. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis wir hier die ganzen Sachen. Also, warte mal, hier lag noch einer. Da lag noch jemand. Da lag irgendwo noch einer. Da. Der hatte nochmal ordentlich Sachen dabei. Halleluja. So, Stimpaks auch, können wir gut gebrauchen. Können wir auch unsere Freunde mal verteilen. Weil unsere Freunde haben doch einiges einstecken müssen. Ich weiß nicht, ist das Tycho? Ich glaube ja. Ja. Du bekommst jetzt erstmal die Munition, bitte. Sehr schön. Und das hier und das hier. Die Stimpaks haben wir selber. Wie viele Stimpaks hast du denn? Du hast 12 Stimpaks. Na gut, wir können dir mal zwei oder so geben. Das passt doch. So. Genau. Sehr gut. Ich speichere jetzt, glaube ich, gerade mal. Einfach, damit hier nichts Unvorhergesehenes passiert. So. Um das zu vermeiden. So, dann. Diese Leichen hier plündere ich nicht. Das finde ich unehrenhaft. Was ist das? Ah, auch Munition. Das finde ich unehrenhaft, aber. Die Regulatoren, finde ich, die kann man durchaus plündern, weil das sind, ja, die haben ja auf uns geschossen, also das ist definitiv okay. So, Tycho, ich gehe jetzt einfach jedes Mal auf Handeln, weil ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Und ja, einfach damit wir nicht überlastet sind. Gerade mit den, ups,
mit den Rüstungen ist man schnell mal überlastet. Und die haben ja alle irgendwie so eine Stahlrüstung dabei. Wie es ausschaut. Der nicht. Interessant. Da gibt es nochmal Stimpaks. Okay. Die können wir dann weitergeben an... Die können wir dann weitergeben an unsere Kollegen. An unsere Verbündeten. Weil so viel brauchen wir jetzt auch nicht. Aber du kriegst jetzt erstmal die Waffe. Ich mache das mal am Schluss, wenn ich alle Stimpaks erstmal bieten. Wenn ich alle Stimpaks eingesammelt habe, da werden ja noch ein paar mehr dabei sein.